Alter, die heutige Folge, die ist schon echt krass, Mann. Hallo, da sind wir wieder. Ming ist wieder da. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch mal direkt ein Like da. Ja, like das Video, bevor ihr das gesehen habt. Wir fangen direkt an mit lustigen Witzen. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Krematorium Hallstätter. Sie killen, wir grillen. Was kann ich für Sie tun? Was ist der Unterschied zwischen Joghurt und Amerika? Wenn man Joghurt 200 Jahre lang allein lässt, entwickelt sich eine Kultur. Ich meine, die hatten Donald Trump als Präsidenten. Das ist wie wenn der Drachenlord Bundeskanzler wird. Was mit den Hatern? Was ist der Unterschied zwischen Rassismus und Chinesen? Rassismus hat viele Gesichter. Wie verbindet man einem Asiaten die Augen? Mit Zahnseide. Und was ist rot, schwimmt auf dem Wasser? Schwimmflügel mit einem geplatzten Baby. Schwarzer Humor ist wie ein Kind mit Krebs. Wird nie alt. Boah, Lehrer, was ist los mit dir heute? Was ein Lebrakranker auf dem 3-Meter-Bett? Eine Splittergranate. Was ist der Unterschied zwischen Chicken Wings und German Wings? Erstere kommen gut in Deutschland. Warum ist der Eiffelturm so hoch? Damit man die weiße Fahne bis nach Berlin sieht. Wie viele Tote... Wie viele tote Nutten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Also auf jeden Fall nicht der 18. Der bei mir im Keller ist dunkel. Ein Mann und ein Mädchen gehen nachts in den Wald, sagt das Mädchen. Ich hab Angst. Darauf der Mann. Du hast Angst? Ich muss alleine zurück. Das ist ein Türke in der Plastiktüte im Atlantik. Platzverschwendung, hätten 2 reingepasst. Was ist 30 cm lang, schwarz und bringt Frauen zum Schreien? Eine Totgeburt. Warte mal, ich ruf mal Lea an. Warum rufst du mich an? Lea, als du Folge 285 geschrieben hast, hattest du da eventuell einen schlechten Tag oder so? Warum warst du wieder so böse? Also ich lese hier nur Nutten in meinem Keller und Totgeburt und so. Schöne Grüße, ich bin immer gut gelaunt, wenn ich die Witze mache. Okay. Was ist dick, braun und riecht nach Karamell? Ein Diabetiker, der vom Blitz getroffen wurde. Was ist weiß und stört beim Frühstück? Eine Lawine. Weißt du, wie du Frauen zweimal zum Schreien bringst? Erst trocken in den Arsch ficken und danach den Schwanz am Vorhang abwischen. Mach mal die Leute an der Tür sammeln fürs Kinderheim. Sag ihnen, dass sie dich mitnehmen können. Ihre Frau ist schwanger. Aber ich habe Kondome benutzt. Ich aber nicht. Ich wollte einen Puff für Rollstuhlfahrer eröffnen. Doch der Werbespruch, Spritzen im Sitzen, kam nicht so gut an. Kommentare kommentieren. Auch heute haben wir mal wieder ein paar Fragen, Anregungen und Witze aus euren Kommentaren gezogen, um mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Und weil ja, diese Folge ist echt böse. Schauen wir einfach mal rein. Ah ja, genau. Ich hatte mal so einen Chemikerwitz und darauf habe ich den Kommentar bekommen. Mimi, Salzsäure ist gar nicht so gut dazu geeignet, Frauen aufzulösen. Der menschliche Körper ist grundsätzlich eher sauer als basisch und kann somit Säure relativ gut ab. Wenn ihr also schnell und effizient jemanden auflösen wollt, solltet ihr lieber eine starke Base nehmen. Zum Beispiel Kaliumhydroxid. Säuren sind eben nicht die Heisenberg-Art. Danke! Also, wie ich es fand, ich habe gar nicht gesucht. Glocke hat es angezeigt. Ah, habt ihr denn schon die Glocke aktiviert? Das ist ein guter Moment, um das mal schnell nachzuholen. Ohne lustige Fitze habe ich fast gedacht, wir hätten Samstag. Wie gut, dass du, / ihr, hier seid. Lustige Witze, ihr Kalender seit 2015. Ein Kondom ist eine Einzelfahrkarte, die Pille die Monatskarte und die Spirale die Jahreskarte. Aber man kann auch schwarz fahren, dann wird es teuer. Warum grüßen sich VW-Fahrer nicht mittags an der Tankstelle? Weil sie sich am Morgen schon in der Werkstatt getroffen haben. Es gibt 10 Arten von Menschen. Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nicht verstehen. Verstehe ich nicht. Verstehst du es? Du bist Asiatin, du bist doch gut in Mathe. Habt ihr noch weitere Fragen, Anmerkungen oder lustige Witze? Schreibt sie in die Kommentare. Was ist der Unterschied zwischen einem Bild und Jesus? Das Bild braucht nur einen Nagel. Steht eine Feministin auf der Brücke und will Selbstmord begehen. Kommt ein hässlicher alter Penner zu ihr und fragt, darf ich dich ficken? Sie antwortet, spinnst du? Hau ab! Er lacht nur und sagt, okay, warte ich halt unten. Wie holt man ein Emo-Kind vom Baum runter? Man schneidet das Seil durch. Gott erschafft Juden und Jesus. Juden töten Jesus. Gott erschafft Hitler. Wieso sind New Yorker schlecht in Schach? Weil sie schon 2 Türme verloren haben. Warum schlagen Frauen mit der Linken? Weil sie keine Rechte haben. Woraus wird ein Ossi gemacht? Aus Lehm, Wasser
und ein wenig Scheiße. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viel Scheiße nimmt, sonst wird's ein Messi. Was essen Auto am liebsten? Parkplätzchen. Was trinken Chefs? Leitungswasser. Wann gibt die Polizei endlich Martins Horn zurück? Hab gestern versucht, einem Rothaarigen Witze über Rothaarige zu erzählen. Er fand es nicht so lustig und dann Ginger. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Vaterschaftsklinik. Sie wichsen, wir trinken. Was kann ich für Sie tun? Ich kann total gut mit Menschen umgehen. Früher habe ich nie verstanden, warum es Andreaskreuz heißt. Heute weiß ich es. Es signalisiert... Halt, stopp! Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ich verstehe nicht, warum meine Pflanzen immer vertrocknen. Jochen, 54, steht auf dem Schlauch. Mir geht es wie der Weimarer Republik. Meine Verfassung könnte besser sein. Es gibt genau drei Dinge, von denen ich mir immer viel zu viel mache. Hoffnung, Gedanken und Nudeln. Natürlich müsste ich mal die Fenster putzen, aber Privatsphäre ist auch wichtig. Professor zum Studenten, mit dem, was Sie nicht wissen, könnten noch zwei andere durchfallen. Weißt du, was du bist? Blödmannsgehilfe. Zum Blödmann hat es nicht gereicht. Wenn es einen Wettbewerb im Verlieren gäbe, würdest du den zweiten Platz machen. Wieso? Ja, weil du Verlierer bist. Früher dachte ich, 20-Jährige wären erwachsen. Das war ungefähr zu der Zeit, als ich dachte, Studenten wären schlau. Alles Gute zum Geburtstag. Ohne dich wäre es wie, wenn du nicht da wärst. Hey Papa, wie geht's? Papa schreibt, Oktober. Älteres Pärchen, du, Karl-Heinz, ich kann nicht schlafen. Das Böse schläft nie. Schatz, findest du sie hübscher als mich? Also in ihrem Alter warst du ganz klar, du hübscher. Was bekommt man, wenn man eine Blondine mit einem Husky kreuzt? Entweder einen total blöden Hund oder eine winterfeste Nutte. Der ist geil. Megan, kannst du den Leuten sagen, dass sie mal liken und abonnieren sollen? Ja, Leute, vergesst das Video nicht zu liken. Und wir drei sehen uns... Kleiner Mann. Wir sind... Senior Bo, Senior... Komm, abonnier, komm, abonnier. Komm, abonnier, komm, abonnier.